Hey Leute, seht euch das an. Es ist ein Stapel voller Angebote, das Hotel zu kaufen. All diese Briefe kommen von demselben Unternehmen, das Hotel für Schiffbrüchige. Naja, vielleicht wollen die expandieren. Ja, aber dann unbedingt. Ihr letztes Angebot ist sehr hoch. Ich frag mich, was dieses Hotel so wertvoll macht. Keine Ahnung. Ah! Reggie, hi. Wir hatten Sie gar nicht gesehen. Tja, ihr standet mit dem Rücken zu mir und ich habe mich leise genähert. So wie ich es sehe, ist dieser Ort hier nichts wert. Ich komme mit dem Reparieren kaum hinterher, aber natürlich gibt's Ecken in diesem Hotel, die nicht einmal ich gesehen habe. Ihr wisst schon, Jack und seine Regeln. Welche Ecken dieses Hotels haben Sie nicht gesehen? Brave Jungs erwähnen den Keller nicht mal. Was könnte das sein? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Oh! Nein, es! Aha! Nein, es! Aber, Nein, es! Ha? Nein, es! Nein, ich meinte es, wie zum Beispiel in Ha, siehst du? Das ist falsch, nur es! Hm? Nein, es! Vielleicht, sollten wir unsere Zeit besser nutzen, indem wir herausfinden, was es bedeutet. Hm. Es. Still bitte! Ruhig, Brauner! Nein, es! Shaggy? Scooby? Schreck! Spuk! Suchen wir eine Lösung! Super wäre überleben! Sicher! Wisst ihr, der Kontrollfred würde vorschlagen, dass wir schnell was tun, um der Situation zu entfliehen. Eine sportliche Aktivität mit unseren Beinen. Verstanden! Lauft! Vor dem Schneesturm Schutz zu suchen. Und jetzt sind wir im Schneesturm, um vor dem Hotelschutz zu suchen. Weißt du, Fred, ich muss zugeben, dass es nicht gerade besser wird, wenn du nicht die Kontrolle übernimmst. Ich verstehe, Daphne. Das Problem ist nicht, dass ich zu kontrollsüchtig bin, sondern dass ich zu wenig Kontrolle ausübe. Das ist nicht das Problem, Fred. Oh. Dass du beim Fällelösen ein effizienter Anführer bist, ist eine Sache. Aber wenn es ums tägliche Leben geht, da bist du einfach nicht unsere... Mutter? Mutter? Wo? Entspannt euch. Er hatte gerade eine Erleuchtung. Hey! Vielleicht hast du recht, Velma. Vielleicht bin ich ein bisschen herrschsüchtig und fordernd. Manchmal ist es sicher schwierig, in meiner Nähe zu sein. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich... Daphne, könntest du mit dem Feng Shui aufhören? Nein, sieh doch. Das ist es. Ich verspreche euch, dass dieses Arrangement, dieser Energiefluss, all unsere Probleme lösen wird.